Also dieser Bond-Dreh war wirklich wie ein Lotto-Sechser. Gedreht wurde oben am Ice Cube, an der Gletscherstraße zum Rettenburg-Gletscher und hier an der neuen 3 S-Bahn. Hier genau an dieser Stelle startet die Verfolgungsjagd hin zur Gletscherstraße, direkt nach der Szene in der Klinik. Der entscheidende Grund für die Bond-Produktion in Sölden war der Ice Cube und dieses herrliche Panorama hier oben. Der Ice Cube gehört zum einzigen 5-Sterne-Hotel in Sölden, dem Hotel Das Zentral. Hier haben Jakob Falkner von den Sölder Bergbahnen und Regisseur Sam Mendes den Deal für die Dreharbeiten per Handschlag besiegelt. Dort diesen legendären Abend vorm Zentral auf der Terrasse gegeben. Also ich glaube, das waren die ganzen Möglichkeiten, die man bei uns in der Gegend hat. Man kann das bezeichnen als 5-Sterne-Infrastruktur. Das hat dann, glaube ich, letztendlich auch Sam Mendes sehr überzeugt. Vom Hotel aus können Filmbegeisterte, so auch Bond-Fangirl Nina, zu einem unvergesslichen James-Bond-Erlebnistag starten. Passendes Equipment dafür gibt es direkt um die Ecke. Bewaffnet mit brandneuer Skiausrüstung möchte Nina einem speziellen Drehort näher kommen. Aber dazu später mehr. Bond-Fangirl Nina beginnt ihren Tag mit einem Helikopterrundflug über die originalen Drehorte in Sölden. James Bond ist ja schon so ein Klassiker, also schon seit Kindesbeinen an faszinieren mich die Filme. Und man kann sich auch immer darauf verlassen, dass jeder Film sehr gut ist und man was Gutes geboten bekommt im Kino. Und ich habe tatsächlich als Kind schon mal den James Bond gespielt und auch ein Bond-Girl. Also auch da gute Erinnerungen, also einfach faszinierend. Die Drehorte zu Spectre sind eingebettet in das Skigebiet Sölden im Tiroler Ötztal. Drei 3000er Gipfel und 145 Pistenkilometer garantieren ein abwechslungsreiches Skierlebnis. Schon aus der Ferne sticht einem der Ice Cube ins Auge. Er wirkt durch seine Glasfassade wie ein riesiger Eiswürfel. Auch für Geheimagent 007 ist das Ziel seines Fluges der Ice Cube. Im Film jedoch als futuristisch anmutende Hoffler-Klinik zu sehen. Tatsächlich startet der Film ja eigentlich schon fast mit dem Ice Cube. Das ist einer der ersten Szenen. Und ja, es fehlt ein beeindruckender Teil, also dieser große Betonklotz, der Eingangsbereich. Und auch so an der linken und rechten Seite habe ich das Gefühl, fehlt ein bisschen an Glasgebäude. Wie so oft bei Filmproduktionen wurde hier ordentlich getrickst. Die Glasfassade wurde durch Visual Effects per Computer mal eben um einige Meter erweitert. Und auch der im Film zu sehende Eingang zur Hoffler Klinik ist nicht der eigentliche Eingang zum Ice Cube, sondern eine extra angebaute Betonkulisse, die nach den Dreharbeiten wieder abgerissen wurde. Selbst mit der gesamten Innenausstattung stimmt irgendetwas nicht. Und James Bond trifft man hier auch nicht mehr. Mein Name ist Dino, Valentino. Ja, es ist so, wer den Film gesehen hat, weiß, dass wir im Film nicht das urtypische Gourmet-Restaurant sind, das wir präsentieren. Alles, was man im Film sieht, das ist alles in London nachgebaut worden, so viel kann man berichten. Darf ich Ihnen etwas bringen, Sir? Vodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Ich bedauere, wir servieren keinen Alkohol. Ich merke schon, das wird mein Lieblingsort. Anders als in der originalen Filmszene werden im Gourmet-Tempel Ice Cube auch alkoholische Spezialitäten serviert. Eine Rarität ist der hauseigene Pinot 3000, der nur in einem einzigen Holzfass in über 3000 Metern Höhe reifen kann. Weinliebhaber wissen das natürlich zu schätzen. Doch im Grunde, darin sind sich James-Bond-Fans einig, passt zu Bond nur ein Getränk perfekt. Grüß Gott, herzlich willkommen. Was haben wir für Sie tun? Ich hätte gerne einen Belvedere Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Sehr gerne. Dankeschön. Im Ice Cube wird Bonds Lieblingsgetränk Wodka Martini mit der polnischen Luxusmarke Belvedere Wodka zubereitet. Die 007 Sonderedition zu Spectre wird hier aus einer limitierten 1¾-Liter Flasche ausgeschenkt. Aber ausgerechnet den Drink, der in der Klinikszene eine eher lustige Rolle spielt, gibt es hier noch nicht.
Sehr zum Wohl, Sir. Ihr proteolytischer Verdauungsenzymshake. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Spülen Sie den im Klo runter. Spare ich mir den Umweg. Auch wenn im Ice Cube fast nichts mehr ist wie im Film Spectre, so kommt man in dieser originalen Filmkulisse zumindest in den Genuss des legendären 007-Kultgetränks. Wenn man den hier so bestellt, dann weiß man gleich, was man mit geschüttelt und gerührt meint und man wird nicht schräg angeguckt. Also James Bond ist hier schon ganz groß geschrieben und da freue ich mich jetzt auch. Ganz ohne Adrenalinkick geht es an so einem Bond-Erlebnistag natürlich nicht. Voraussetzung dafür die passende Skiausrüstung. Hier ist die Szene entstanden, wo James Bond aus der Klinik rauskommt und dann gleich die Verfolgungsjagd startet. In einer rasanten Abfahrt erreicht man den nächsten Drehort. Nicht wie Bond am Steuer eines Fliegers, sondern wie Nina auf zwei Brettern geht es auf der Skipiste hinunter. Und das parallel zur Verfolgungsjagd auf der Gletscherstraße. Für die Aufnahme zu Spectre mussten die Skipiste 30 gesperrt und die im Winter geschlossene Gletscherstraße extra geöffnet werden. Michael Waschel erinnert sich an die aufwendigen Dreharbeiten. Man sieht zwar nur drei Fahrzeuge im Film, insgesamt waren aber 45 Range Rover vor Ort und zwei Britten Norman Islander Maschinen, die ja sehr langsam fliegen können. Dadurch haben die geschafft, dass, wo die Autos heruntergefahren sind, gleichzeitig das Flugzeug daneben fliegen konnte. Wer sich nicht traut, auf Skiern vom Ice Cube abzufahren, kann sich mit einer Hightech-Seilbahn, der 3S-Bahn, in wenigen Minuten talwärts befördern lassen, um so inmitten eines weiteren Drehortes von Spectre Platz zu nehmen. Insbesondere die schwarze Gondel mit dem Spectre-Schriftzug erinnert hier an den Dreh und lässt der Fantasie freien Lauf. Aber die Sölder Bergbahnen waren nicht nur Drehort. Wir haben im Prinzip sämtliche Transporte durchgeführt, die hinauf zum Ice Cube gegangen sind. Wir haben mit der Logistik mitgeholfen, gewisse Sachen zu vereinfachen. Die haben ja absolut keine Ahnung gehabt, in welchem Terrain sie sich da bewegen. Die Crew, die da gekommen ist, die hat, wie soll ich sagen, den hochalpinen Raum noch nie wirklich erlebt. Da war mal das Arbeiten auf 3000 schon rein von der dünnen Luft her. Die erste Woche waren die Knüll. Knülle ist auch Bond-Fangirl Nina nach einem Tag filmreifer Action. Im Aquadome in Lengenfeld findet sie, wie einst die Mitglieder der Spectre-Crew, wohltuende Erholung inmitten einer beeindruckenden Bergkulisse. Hier kann man nicht nur für die Gesundheit was tun, durch das Thermalwasser, sondern auch für die Schönheit, was für uns Frauen ja immer ganz wichtig ist, mit den vielen Beauty-Behandlungen, die angeboten werden. Und man kann sehr gut entspannen. Und das zum Beispiel in den futuristischen, scheinbar schwebenden Schalenbecken, sogar bis in die Nacht hinein. Hungrig ist Bond-Fangirl Nina geworden und sie lässt den Tag mit einem Casinoabend im familiengeführten 4-Sterne-Alpengasthof Grüner in Sölden ausklingen. Mit Gerichten wie Octopussy oder Golden Eye kommt sie mit einem Quantum Glück bei der Lizenz zum Spielen auch hier dem James-Bond-Feeling ganz nah. Ja, jetzt nach so einem leckeren James-Bond-Menü freue ich mich jetzt hier mein Glück zu versuchen und ähnlich wie James Bond, mal richtig im Casino zu sein. Ich habe mich für zwei Glückszahlen heute entschieden. Einmal die Glückszahl 23 und einmal die 10. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Die Spectre-Produktion war selbst für das an große Events gewöhnte Sölden eine Herausforderung. Aber seit den Dreharbeiten zum 24. Bond-Film ist das populäre Skigebiet im Bond-Fieber. Und das packt einfach jeden, der dort seinen Urlaub nach Drehbuch verbringt.